Hallo und willkommen zurück, heute mit einer neuen Folge Vikings Wolves of Midgard, zusammen mit meinem guten Buddy Psychopath. Ja, servus. Ja, seltsamerweise, ich bin natürlich mit Iron Boss schon ein bisschen im Level vorangeschritten. Vorhin hatte ich mal gehostet und mit einer, mit der Rage Pippi und da, komm, wir laufen einfach mal weiter. Ja, ja. Mit der Rage Pippi war ich unterwegs und da... war das im Questfortschritt schon ein Stückchen weiter. Jetzt bin ich mit meinem Hauptcharakter quasi hier rein. Und ja, seltsamerweise fangen wir jetzt plötzlich einmal beim Questfortschritt vom Psycho an. Ja, ganz komisch, obwohl er das Spiel halt gehostet hat. Also muss man nicht verstehen. Es ist halt ein bisschen... Also, ja. Quasi ganz jungfräulich. Ja. Ihr seid wahrlich erbärmlich. Und was mich auch ein bisschen gerade eben irritiert und stört, ist, dass stand zwar da, dass der Schwierigkeitsgrad angepasst ist, aber irgendwie fallen die. Ja gut, das ist glaube ich so wie bei Diablo. Wenn ja mehrere Leute dabei sind, dann wird es halt immer ein bisschen schwieriger, der Spielstand. Ja, aber ich meine ja gerade eben genau das. Ja, aber guck mal hier. Ich renn doch hier durch die wie mit einem heißen Messer durch Butter. Ach ja, klar. Ja gut, du bist ein paar Level, bist du ja ein bisschen stärker als ich. Ja, ein paar Ausgriffe gesagt. Aber wo müssen wir denn hin? Nach unten. Ja. Achso, ich komme ja nicht. Ja. Wir müssen hier zurück, Digga. Zurück? Ja. Mach mal deine Map auf. Muss man dir auf die Map aufmachen? Ah, da habe ich noch was Schönes gefunden. So. Was mir auch noch ein bisschen stört, ist, dass ich mit ihm keine Items traden kann. Also das irritiert mich auch ein bisschen. Ja gut, ich sag mal so entwickelt oder weit fortgeschritten ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Also ja, aber das müssen sie noch reinbringen. Also das ist ne? Das stimmt, ja, das müssen sie reinbringen, weil das ist ein bisschen strange. Oh ja, ich merk schon. Weil sonst loote ich versehentlich mal irgendwas, was ich gar nicht gebrauchen kann und ihn aber ziemlich weit bringen würde. Ja, aber kannst aber nicht traden. Das ist dann Schieße, Scheiße. Ne? Muss ja ein bisschen aufpassen mit dem, was ich so sage. So schlimm. Sonst sagt YouTube wieder, ja, sonst sagt YouTube wieder, dass müssen wir den abgeschränkten Modus reinpacken, dieses Video. Ja, das ist, wenn man die Videos monetarisiert. Das habe ich eher noch nicht bei mir getan und das will ich auch nicht. Also, ja. Blonk. Zack, die ist sie zerfetzt manchmal, das ist so herrlich. So. Ich gehe mir mal meinen Arschi warm machen hier. Naja. Wollen wir hier fertig erkunden oder wollen wir direkt runter zum Boss? Direkt runter zum Boss. Ja, hier noch ein bisschen wegklatschen. So. Dann machen wir das doch auch. Jo. So. Erstmal warm. Wieso habe ich keine Heiltränke? Hier unten hast du wieder. Bitte? Hier unten hast du gleich wieder. Also hier so ein Dingelskirchen hier so. Ey, man hast du geschluckt? Ja, ich hab geschluckt. Weil man konnte doch vorher doch, hat man immer Heiltränke gehabt, so maximal 3 Stück. Ja, auf Tab. Ja, das ist bei mir leer. Da tut sich bei mir nichts, da wird nichts angezeigt. Hast du gerade eben an diesem Pool dran rumgenuckelt? Ja, habe ich. Okay. Aber die Anzeige Tab ist bei mir leer. Das ist strange. Ja, etwas. Hier ein bisschen die Kohle aufnehmen. Aber du kannst den Altar hier anklicken, oder? Weil bei mir sieht er immer noch voll aus. Ich habe ihn schon angeklickt bei mir. Echt? Bei mir ist er noch randvoll. Ja gut, das wird da wahrscheinlich von der anderen Person wird das anders angezeigt. Achso, hier geht's nicht weiter. Doch, jetzt. Oh, ein Jokul mit 70.000 Leben.
Ach, das war wahrscheinlich gerade der Boss, oder? Das war der Boss gewesen, ja, ja. Ja, ich wollte schon gerade sagen, willst du mich jetzt verarschen? Dass er jetzt mal getriggert hat, dass wir hier im Multiplayer sind oder so? Achso, du warst schon richtig. Mhm. Tut mir leid. Ich vertraue da nicht immer so gerne auf die Frauen, weil, ja. Aha, ich will jetzt nichts falsch sagen. Aber geografische Wildzeuge und so. Ja. ja, und jetzt habe ich mir wahrscheinlich von Nerdgedanken Sora und von der Dori und wie sie alle heißen. Ja. Wahrscheinlich das böse Schmunzeln. Wenn Blicke töten könnten. Ja, ja. So. So, weg ist er, komm, weg, 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 weg. So. Dann sind wir ja gleich fertig wieder. Jo. Das finde ich ein bisschen Blödsinn. Also die müssen dann wenigstens meine Stärke mit runter skalieren oder dich hoch skalieren ein bisschen oder die Gegner anpassen. Wenn dann eher die Gegner anpassen, ja. Ja. So dass wir in einigermaßen auf dem gleichen Level sind. So. Jetzt aber bist du voll, oder? Jetzt bin ich voll, ja, ja. Na, also. So. Den Boss habe ich am Anfang nie kapiert. Nicht? Das Nö. Hat bei mir auch kurz gedauert, glaube ich, ein oder zwei Tote. Raste mal aus hier. Ne, das ist doch Schwachsinn, ist das doch. Ja, klar. Aber kann man nichts machen. Weißt du, ich glaube, nach dieser Session hier machen wir einfach mal. Neu. Wir machen uns einen neuen Charakter und machen das auf Schwierigkeitsstufe Jahr. Mhm. Ja, das ist ja das, wo ich jetzt auf die Sofa die Rage Pippi laufen habe. Ja. Und das ist dann schon entsprechend eine andere Hausnummer. Das stimmt, ja, ja. Und das sollte dann auch für uns was anderes sein. Weil hier, genau. Zack, zack, zack. Da ist er zu schnell weg. Ja. Guti, also hier, ne? Liebe Entwickler, müsstet ihr mal ein bisschen nachbessern, dass mal zumindest die Spieler einigermaßen angeglichen werden, skaliert werden, im Level, und entsprechend auch die Gegner anfassen. Ja. Euch nützlich klingen zu lassen? Die Jokul würden wiederkommen. So, das können wir alles wegklicken, das kennen wir ja alles schon. Das ich kann es nicht wegklicken. Ich auch noch nicht. Jemanden, noch, jetzt erzählt er. Du, jetzt müssen wir mal gucken, ob wieder diese Synchronisationsprobleme hier auftreten. Ja, definitiv. Ah ja, guck, da muss man wieder verbindet. Ja, ja. Ja, da gibt es halt noch das eine andere Problemchen. Also ich denke mal, ja, Multiplayer. Kommt Zeit, kommt Rat, ne? Genau, da hat richtig. Natürlich Diablo 3 hat da noch einiges im Petto im Voraus auf jahrelange Entwicklung. Nun, genau. Der Clan hat eine Menge guten Holzes aus dem Tal. Sie ist wahrhaftig eine Schönheit. Nun sie unsere stärksten Gegner angreifen. Gudi, so. Brauchst du Zeit zum Level abmachen oder so? Hast du ja wahrscheinlich, ja? Ja, ein paar Stück habe ich. Weil ich kann noch nicht. Bei mir dauert das noch ein bisschen. Ach, Level 3. Ja, siehst du. Dann vergib doch mal gleich deine Gaben, dass du hier mal die Flammenwerfer Brutzi Braut bist. Ha. Blut für Odin. So, Gesundheit erhöht. Möge der Allvater mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Oh. Oh. Was ne? Ach, benötigte Stufe 4 von 10. Okay. Okay, okay, okay. Ich schau mal gerade, ob ich noch bessere Sachen hier habe. Hm. Na klar. Jedenfalls mal ein Heilstück. Oh, ein Heiltotem. Danke. Kannst du eigentlich von meinem, wieso ist der Waffenschmied? Das hatte ich doch alles schon mal geupgradet. Will ich mich jetzt gänzlich verarschen? Hm? Hä? Also, mein Charakterfortschritt ist geblieben.
Mein Missionsfortschritt ist nicht geblieben. Okay. Also irgendwie ist das ganz strange hier. Vorher war das mal andersrum. Im ersten Hosting, was wir getestet hatten. Also sonst hätte ich gesagt, guck doch mal bitte nach, ob du hier auch vom Waffenschmied Stufe 2 und Rüstungsschmied Stufe 2 dir was holen kannst. Waffenschmied Stufe 1 habe ich hier. Ja, habe ich auch. Mir fehlt auch der Rennofen, also alles hier wieder storygebundenes Zeug. Okay, das ist ein bisschen twiggy. Wie gesagt, mir fehlt aber hier, die Heiltränke. Das ist das Problem, was ich habe. Ich habe gar keine Heiltränke. Wo Tab das ist blöd. Wo normalerweise man bei Tab die Heiltränke benutzt, da ist bei mir ausgegraut. Okay. Warte mal, da gab's doch, glaube ich, war das nicht am Anfang diese Art Intro, was das gewesen ist? Wo du alles mal dies und das mal machen musstest, wo du Rolle machen musstest, wo du auf den Teil dran klicken musstest und so weiter? Das kann möglich sein, ja. Das war das Tutorial gewesen, ne? Ist das vielleicht das Problemchen an der Geschichte? Okay, mein Lieber, dann musst du da nochmal nachbessern. Ja, da gibt's einiges für nachzubessern. Das müssen wir dann mal zwischen der Aufnahmesession machen. Genau. Dann machst du dein Tutorial nochmal und ich pack dann auch die Sora-Keks-Schreck aus. Und dann machen wir da auf einer hohen Schwierigkeitsstufe. Jut, jut. Ich höre die Runen singen, wenn ihr euch nähert. So. Weil du durftest ja eigentlich auch noch. Nee, halt nur mal. Ich verstehe. Also das ist echt bescheuert, ne? Normalerweise vor der Storyline her hast du auch da hinten den Skald und den Runemeister erst viel, viel später bekommen. Und den kriegt man jetzt schon. Den kriegt man jetzt schon. Ja, und der ist jetzt schon da, aber der Rest nicht. Das verstehe ich nicht. Und wieso er mein Storyline nimmt, verstehe ich auch nicht. Normalerweise müsste er deins nehmen. Seltsam. Nun gut, sollen wir mal hochgehen und mal eine göttliche Prüfung machen noch? Ja, sicher, machen wir gerade mal so mit. Zum grünenden Abschluss. Grünender Abschluss, genau. Ja, für die Folge. Muss man mal gucken, ob du da mit teilnehmen kannst. Prüfung der Götter. Stufe 20 bin ich leider noch nicht. 14 wird für dich zu hart sein wahrscheinlich. Ja. Stufe 8. Das könnte man machen. Könnte vielleicht gehen. Okay, gucken wir mal Stufe 8. Ort verlassen. Was hast du? Ja, wird immer synchronisiert. Achso, ich habe gedacht, du hast verlassen jetzt. Nee. Da stand nur Ort verlassen. Ach so. Ja. Jetzt wird ein Schuh drauf. Ja. Blonk. Überlebe die erste Welle. Das Kriegsrund hier finde ich geil. Aber was hier die Rune zu sagen haben, das weiß ich leider nicht. Da bin ich noch nicht in der gestiegen. Okay. Boah. Oh. Na komm, dann machen wir mal auf Nein und machen wir auf Stufe 2. Ja. Also, Das hatte ich jetzt gerade gerissen. Das waren zwei Hits gewesen von dem ganz dicken und da war ich weg. Ich dachte, Stufe 8 würde gehen, aber nee. Ein bisschen übertrieben. Ein bisschen? Ein bisschen, ja. Oh, das war jetzt natürlich, wenn ich huste, ich mache bei mir das Mikro zwar leise, aber ich glaube, bei dir kommt's durch, ne? Bei mir kommt's durch, ja. Oh, schade. Scheibengleister, ihr Süßen. Sorry. Hey, jetzt ist wieder auf 8. Was? Ajo. Ich habe jetzt gerade eben quasi das Level selektiert. Ja, und da ist er direkt beigetreten. Okay. Ja gut, dann musst du mal gucken, ob du dich mal ein bisschen im Hintergrund behältst. Naja. Ich mach mal den Prellbock für die erste Anlaufinstanz hier.
Menschenschild weit angelegt. Ach hier, guck. Jetzt stand, hast du das gesehen, gerade hier in der Mitte? Wenn die Welle über Dings ist in na sag schon. Guck mal, hier hast du einen Halbkreis. Ah, okay. Rein. Und in regelmäßigen Abständen kommt hier in der Mitte, auf diesen Steinen, kommt die Runen außen vor, die man hier mal betätigen müssen. Ah, okay. Da könntest du ja mal gucken, ob du das hinkriegst nebenher. Ja. Wenn ich die auf den Rechten holen die üben. Weißt du noch nicht, was das macht? Aber Hauptsache mal draufklicken, ne? Ja. Oh, jetzt krieg ich auch den Sack voll. Baby. Oh oh. Hier ist wieder ein Halbkreis. Ja. Also der hier hinten muss das Dreieck, dieser Pfeil sein. Das da oben ist eine andere. Klar, eine andere. Mir fehlen manchmal so schnell die Worte, wenn ich hier so reagiere. Ich bin ja nicht multitaskfähig, dafür sind die Männer bekanntlich nicht in der Lage. Bei Bier trinken und Pflanze gucken, das geht. Also das ist für mich eigentlich auch Multitasking. Okay. Bittest du nicht? Doch. Dritte Welle überlebt. Können wir uns schnell hier oben gucken. Was ist diese Rune? Tipp, tipp. Hält sich gerade ganz gut. Hier ist ein Halbkreis. Ja. Was brauchst du da? Uiuiuiui. Ja, die machen doch schon ein bisschen Aua. So, warte mal, jetzt lassen wir die alte mal da laufen. Ja. Gucken wir mal, was das für Runen sind. Da kommt ein X hin. Oh, tot. Da hat er mich mit Feuer beschmiert. Aber okay, 3000 also, Gold. Ja, das passt doch. Gut. Dann würde ich sagen, dann lassen wir das jetzt mal hier und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge dann mal ja eine gerechte Verteilung, sag ich mal, machen. Ja, weil das ist irgendwie ein bisschen ganz komisch, was hier momentan abläuft. Ja, ja. Ziemlich strange. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne, schön, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr noch nicht mit uns interagiert habt, dann macht es, hackt uns, klickt uns hart. Wir brauchen das, ja. Ob es sei es ein Like, sei es Kommentare oder ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Also, haut rein, immer frisch fröhlich durch die lacht mich nicht aus im Outro. Das geht doch gar nicht. Bringst mich, ich habe einen Faden verloren, mach du weiter. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen, wie schon Albumbots gesagt hat. Und wir sehen uns halt zum nächsten Mal wieder. Wir werden natürlich noch ein paar Verbesserungen vornehmen, weil das ist irgendwie, ja, es funktioniert nicht so, wie es sein soll. Es ist, sag ich mal, die erste Folge und da wird ich bis jetzt noch ein bisschen was tun. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.